Also mach dich bereit für den besten Vlog, den es hier auf YouTube gab. Ja, diese Rosen sehen einfach so phänomenal geil aus. Mhm. Das ist unglaublich. Guten Morgen, Freunde. Wir haben es jetzt 10:45 Uhr. Ich habe echt schon doll Hunger. Ich habe schon einen Kaffee getrunken mit Sojamilch und war gerade eine Runde mit meinem Hund spazieren. Und habe auch schon geduscht. Ich hatte heute irgendwie dann echt wenig Zeit. Deswegen habe ich mir mit meinen nassen Haaren nur schnell so einen Dutt gemacht, ein Kleid angezogen und war, wie gesagt, gerade spazieren. Und das ist so warm. Wir haben heute echt 30 Grad heute in Flensburg. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und mein Freund arbeitet gerade noch, also von zu Hause aus. Der hat gerade so ein Team-Meeting. Und ja, ich werde jetzt frühstücken. Ich zeige euch mal, was ich uns gemacht habe. Seine Portion habe ich ihm gerade schon gebracht. Er sitzt im Wohnzimmer. Hier haben wir Alpro Soja Joghurt Vanille. Dann so ein Seitenbacher Müsli mit ja, so ein bisschen Schokolade. Beziehungsweise diese großen Schokoladenstückchen habe ich dazu gegeben. Aber ja, der andere Bums ist da von denen. Dann eine halbe Kiwi, ein halber Apfel, eine halbe Banane. Ich habe noch ein paar Walnüsse drüber gegeben. Und ja, das werde ich jetzt essen. Und ich habe einfach mega Lust darauf. Und weil mich das Frühstück nicht ganz satt gemacht hat und wir es auch schon kurz nach 11 haben, esse ich jetzt noch diesen veganen Protein-Cookie und trinke dazu noch einen Kaffee mit Sojamilch. Und dann dippe ich das da immer so rein. Kann ich wirklich sehr empfehlen. So, Freunde, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr mitbekommen, dass ich Bikinis verschicke. Ich habe einfach so viele zugeschickt bekommen in den letzten 1,5 Jahren, die ich teilweise halt auch noch nie getragen habe, weil, ne, man kennt es, man hat immer so 1, 2 Lieblingsbikinis oder möchte dann auch mal neue dazu haben. Und hier seht ihr die ganzen, die Pakete sehen zwar nicht so schön aus, also falls ihr ein Bikini bei mir gekauft habt, I'm sorry for the Verpackung, aber das habe ich jetzt nicht anders hinbekommen. Und ja, ich glänze ein bisschen im Gesicht, weil ich mich gerade mit Sonnencreme eingecremt habe. Ich werde jetzt zur Post gehen, die verschicken und dann wollen mein Freund und ich irgendwann heute nochmal an den Strand oder an den See oder so. Und davor packen wir aber auch noch die Trendbox aus. Da freue ich mich schon drauf. Hallo Freunde, wir werden jetzt gemeinsam die Trendraider-Box unboxen. Ich weiß gar nicht, habe ich euch von meinem Struggle erzählt mit den Briefen? Ich habe wirklich den ganzen Morgen nur mit der Warensendung von den Bikinis verbracht und bin da richtig am Verzweifeln gewesen. Aber jetzt widmen wir uns etwas Coolem. Und zwar, was denn? War noch nicht so ready. Das kam gerade voll random für mich. Weil ich ja, egal. Ich habe jetzt angefangen. Genau, wir haben hier wieder die Trendraider Box. Die Lifestyle Box wird jeden Monat verschickt. Da gibt es so ein Abo-System. Aber ihr könnt die auch nur einmalig bestellen, wenn ihr die einmal verschenken wollt oder nur einmal ausprobieren wollt. Ich habe da auch einen Rabattcode, den werde ich euch hinschreiben. Und ja, wir werden das mal wieder unboxen. Ich habe schon reingeluschert und gestern hatte ich so Bock auf was zu trinken und deswegen habe ich den ausgetrunken. Oh. Ich hatte den noch im Kühlschrank gesehen. Ja, ich wollte den schön gekühlt haben. Der schmeckt auch echt ziemlich lecker. Das war so ein Apfelgetränk. Und das war... So ein kalter Apfelsaft wäre Killer, Alter. Ja. Das war schon fucking 29 Grad. Ja. Das war nämlich mit natürlichem Biomineralwasser, dein Apfelsaft, bisschen Zucker, Zitronensaft. Und das war aber nicht zu süß, weißt du? Und hat auch nicht viele Kalorien, 24 pro 100. Was sagt er denn hier? Kohlenhydrate 5,8 auf 100. Ja, das ging. Also würde ich mir definitiv nochmal kaufen, wenn ich das irgendwie bei DM sehe oder so. Ich glaube Landpark, so heißt die Marke, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Hm. Ja. Zur Not haben wir auch wieder das Heftchen, I don't know, in dem alles steht. Oh wow, warum ist das diesmal so? Doch, das Landpark. 79 Cent kostet das nur. Das ist ein Schnabbi. Das ist wirklich ein Schnabbi. Okay, Schatz, du suchst das. Das ist so ein halber Liter, ne? Ja. Du suchst das nächste aus und ich hole mir das Wasser. Okay. Okay, ich habe was Weirdes. Komm her. Was Cooles? Na, ich weiß noch nicht. Interessant. Oh, die sind cool, oder? Essbare Löffel. Passt irgendwie nicht so ganz in den Sommer, aber ist trotzdem lecker. Oh, damit können wir unseren Joghurt essen das nächste Mal. Benutz mich, verputz mich. Das ist das Motto. Immer. Von Culero. Nice.
gegessen schon? Nee, das nicht, aber eingepackt. Soll ich dir aufweisen? Ja, das ist doch nicht schlimm. 2,99 kosten die, da sind 3 Stück drin, oder? Mhm. Ist das, sind die denn aus Schoki oder aus was sind die? Ja, irgendwie aus Weizen und Kakao, ah, ja. Ja. Weizenmehl, Zucker, Kakao. Ah, lustig, guck mal, das sind 3 verschiedene. Einmal einer für süße Sachen. Der ist aus Weizenmehl, Zucker, Kakaopulver, Hirsemehl und so ein Bums. Dann einer wahrscheinlich für einen Curry, der ist aus Masala und Weizenmehl und so. Und dann noch ein Classic und der ist aus, der ist nur so Weizenmehl, Hirsemehl, Hafermehl. Okay. Und so. Das ist dann ja cool. Bist du zum Müsli den Masala löffelst? Nein, ich will den Schoko. Kann ich mal riechen? Ja. Oh, der riecht auch geil. Der riecht wie so ein Keks. Ja, der auch. Cool, oder? Das ist schon eine fancy Idee. Vor allem, wenn man so beim Camping aber ist. Ich kann hier nicht so richtig auseinanderhalten, welcher jetzt hier... Ja, einer hat halt der bestimmt Masala, oder? Der sieht auch herzhaft aus, alles so. Klar. Darf ich halt mal riechen ja. An dem Masala? So, ja, das so schweißflossen. Guck mal, so sieht dich da aus. Das ist voll cool. Ja, und die sind, wie gesagt, von Culero. Kann man sehr empfehlen. Such das nächste. Schon wieder? Ja. Guck mal. Eine essbare Schüssel. Nein, haben wir davon eigentlich Schotten? Nee. Ja, also irgendwo in so einer Schublade steht auch sowas ähnliches. Auch so eine. Stimmt, doch, habe ich schon mal zugeschickt bekommen, ja. Ist schon cool. Ja. Also ich mag sowas immer echt gerne, aber muss sagen, so Siff-Sachen, irgendwie wie zum Beispiel ein Curry oder so, ja. Würde ich nicht draus essen. Weil ich immer, der ja, Geschmack und, auch anderen. Ja, und du kannst es halt eigentlich nicht so gut in die Geschirrspülmaschine tun. Aber so zum Beispiel für Snacks, ne? Mhm. Nüssewein, die ist das. Stimmt, von Coconut Gold. Aber schön anzusehen. Ja. Gefällt mir. Okay, dann machen wir weiter mit einer Sache, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Und zwar ist das eine Naturkosmetik-Heilerde-Maske. So sieht die aus. Einmal hat sie sowas zum Reinigen vom Gesicht und dann zum Pflegen. Und die habe ich auch schon mal gehabt und fand die echt ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, Heilerde ist ja sowieso so ein krasser Allrounder, ne? Ja. Und die kostet im Handel 1,69 Euro. Von Luvos, oder? Ja, Luvos. Meinst du, sowas kann man auch selber machen? Ja, muss halt, ja, schon, nur noch Heilerde und sowas kaufen. Was da drin ist. Anus. Okay, dann darf ich wieder. Wir machen einfach immer so doppelt. Ah, das ist eine Day Cream mit 20 Lichtschutzfaktor. Der vegane Sonnenschutz mit dem Lichtschutzfaktor 20. Verleiht dir dank der leichten Schönung ein strahlendes Aussehen, ohne dabei zu fetten. Guck mal, die Verpackung ist auf jeden Fall krass. Zudem ist die Creme mit dem natürlichen UV-Filter Zinkoxid biozertifiziert und korallenfreundlich. Korallenfreundlich, aha. Pflegen durch Jojoba und Mandelöl. Ah. Soll nochmal so? Ja. Die kostet 14,99 €, wenn ihr euch die im Handel kauft. Ist doch krass, oder? Mhm. Naja, aber wenn es wirklich, wenn es gut hilft, weil so eine Creme ist auch wirksam, aber auch schädlich. Ja, klar. Das stimmt. So. Von Suntribe. So heißt die Marke. Okay, dann darfst du jetzt was aussuchen. Okay. Okay. Only one drop only. Eine vegane Zahncreme von Naturals. Und die kostet im Handel 3,69 €. Das ist auch schon sportlich für eine Zahnpasta, ne? Mhm. Wir machen weiter mit einer Handcreme, glaube ich. Von Panier des Sens en Provence, Made in France. Mhm. Steht da tatsächlich. Zungenbrecher. Handcreme. Meeresfenchel, aha. Das wird echt immer ausgefallener, ne? Schätz mal, wie viel diese Handcreme kostet. Wahrscheinlich auch 12 Euro. 6. 6. Ist auch stolz. Ja, ne? Mhm. Aber dafür gute Sachen drin. Also, sehr gepflegte Hände. Bio-nachhaltig. Man kennt ihn, den Meeresfenchel. Ja.
Dann haben wir was Fashion-mäßiges oder Accessoire-mäßiges. Und zwar ist das so ein Arm- oder Fußband, würde ich sagen. Willst du das mal aufmachen und ich lese mir dazu was durch? Ein Armband. Mit deinem neuen Mode-Accessoire aus deiner Ocean Box. Genau, die Box heißt übrigens Ocean Box, meine Freunde. Da siehst du, das ist natürlich ein gutes Topic auch für Meeresfenchel. Ah, siehst du? Macht Sinn. Sonnencreme für den Strand. Ja. Das Armband besteht aus recyceltem Plastik, das die Organisation von Stränden, Küstenabschnitten und aus dem Meer geborgen hat. Ein schöner Hingucker mit einer schöneren Botschaft. Guck mal, da ist auch noch ein kleines Foto drin von den Jungs, wie sie gesammelt haben. Oh, das ist schon sweet. Zeig das mal. Ja, funktionierst du, Fokus? Ja, funktioniert. Guten Tag. Vielen Dank, MBRC. Ist schön. Schöne Farben auch. Passt gut zu meinem blauen Rock. Und das kostet, wenn ihr euch das... Oh, krank. Das kostet 16,95 Euro. Ja, wahrscheinlich, weil guter Zweck und so, ne? Ja klar, spendest du noch was und so, ne? Ja, meistens. So, ein kleines Bändchen hier. Vegane Zahnseide, ne? Ja, all in all, ja. Ja. Cool. Aber dafür müsste man irgendwie wissen, was sonst so für Zahnseide. Ja, von Schumacher. Was sonst in Zahnseide steckt. Naja, Plastik, denke ich, ne? Ja, das stimmt, ja. Der bloße Gedanke an weiße Sandstrände, da, überspringen wir mal ein bisschen. Das vegane Pflegeprodukt ist mit nachhaltiger, biologisch abbaubarer Maisstärke gefertigt und mit feinem Candelia-Wachs veredelt. Das Beste ist aber der schicke Glasflakon zum Wiederauffüllen, der deine neue Zahnseide 100% plastikfrei macht. Das ist cool. Und zusätzlich wird zu jedem Produkt ein Baum gepflanzt. Das kann sich ja nicht lohnen, oder? Zahnseide für 5,90 Euro. Alter, abgefahren, was es alles gibt, worüber sich Leute auch so Gedanken machen, finde ich schon. Aber ist halt so, ne? Es fängt bei den kleinen Dingen an, plastikfrei zu leben. Und das ist nämlich auch das Ding, wenn ihr euch die Trendrider-Box kauft, dann zahlt ihr weniger als 30 Euro mit meinem Rabattcode und habt quasi diese ganzen Produkte, die eigentlich mega teuer sind, viel günstiger. Also das ist, ne, auch ein weiterer Faktor, warum man sich mal die Trendbox gönnen kann. Das ist jetzt etwas, das ist was für mich. Weißt du, was ich das ist? Ja, irgendein, weiß ich nicht, ein Aufbewahrungstäschchen für Menstruationstassen. Nee. Nein? Es ist eine Binde. Okay. Eine nachhaltige Binde. Zwei sogar? Nee, eine. Von Cool Mine. So eine kleine Karte hier. Period positive since 1993. Boah, 14,95 Euro kostet die. Aber das Ding ist halt, genau. Wenn, guck mal, ich bekomme zum Beispiel in ein paar Tagen meine Tage und wenn die Tage dann ein bisschen schwächer werden, dann kann ich mir dieses Ding hier so, zack, auf meinen Schlüpper legen, mache ich das unten zu, ist schön fest und dann kann ich da ein bisschen rein dingsen. Gibt's auch für Männer. Also, ja, wahrscheinlich bei Blasenschwäche, ne? Ah, okay. Ja, und dann kann ich da ein bisschen reinbluten oder sippen oder was weiß ich. Und dann kann ich am Ende des Tages das auf 60 Grad waschen. Und dann, also wenn man sowas benutzt, dann bitte auf 60 Grad oder Kochwäsche. Ja. Das aber das ist auch sagen. So, muss ich sagen, kein Freund von, ne? Also das sind so Dinge, da darf man gerne Hygiene groß schreiben. Jeder wie er mag, ich bin jetzt auch kein Fachmann, aber ich finde sowas extrem unhygienisch. Also auch sowas wie Baumwollwindeln für Babys und so, weißt du? Bin ich kein Freund von, da bin ich nicht überzeugt. Naja, aber es saugt ja die Flüssigkeit auf. Und wenn du es wäschst auf 60 Grad und die Bakterien tötest, finde ich nicht so schlimm. Ja, vielleicht bin ich dann einfach picky. Weil diese Slip-Anlagen, die man teilweise, also ich habe auch Slip-Anlagen zu Hause, aber die man teilweise kaufen kann, die sind halt so parfümiert und da sind so richtig viele eigentlich auch Schadstoffe drin, die natürliche Vaginaflora quasi schädigen, weißt du? Intimflora? Intimflora, ja. Die Vaginaflora. Sehr gut. Und ich glaube, da ist sowas dann halt besser für die Mutter. Das ist ein unangenehmes Thema, finde ich, ne? Tut mir leid. Das ist irgendwie so ein Faden, der hängt da drauf. Ja. Okay. Darf ich mir denn auch mal leihen, ne? Das darfst du dir ich auch mal leihen. Wenn ich meine Periode bekomme. So, ich glaube, das letzte Produkt. Ganz funny, hier ist auch noch ein Rezept für diese Coconut Balls, wenn man sich so
Chocolate Chip Nice Cream machen will. Finde ich auch ganz cool. Ja, aber das sieht tatsächlich ziemlich geil aus, ne? Die machen hier aus so alten Gurten und Airbag-Stoff machen sie hier Rucksäcke. Rucksäcke, guck mal, der sieht auch ziemlich fett aus. Ja, zeig auch mal in die Kamera. Okay. Also da ist meistens auch noch so ein bisschen Reklame oder Werbung drin. Und dann auch noch so Rabattcode quasi. Doch, sieht man. Oder? Bist du schon? Ey, das ist mein Rabattcode. Finger weg. Warte, hier ist auch noch ein anderer Rabattcode von dieser Zahnseide. Da. Und das letzte Produkt ist wieder ein Heftchen mit Sarah Nuru auf dem Cover. Das ist die Brigitte Be Green. Das Magazin für ein nachhaltiges Leben. Ja, steht Sarah Nuru so für Nachhaltigkeit? Ja, die macht Nuru Coffee. Mhm. Genau, die hat sich von den Modeln und so distanziert und die hat irgendwie mit ihrer Schwester Kaffee gemacht. Aber es sind auch mehrere Promis, die da jetzt irgendwie so auf den, was heißt auf den Zug aufspringen, ne? Aber die so nachhaltige Produkte auf den Markt bringen. Zum Beispiel hier Joko, der hat auch diese Jokolade da rausgeknallt. Stimmt, meine Arbeitskollegin fetzt sich die immer rein, ne? Ah. Und das ist ja auch irgendwie so aus der Eigenliebe zur Schokolade entstanden, glaube ich, bei ihm. Mhm. Ja. Die soll auch echt lecker sein. Ja, noch nicht gegessen, aber ich bin auch nicht so eine Schoko-Friend. Das war auf jeden Fall die Ocean Box. Und im nächsten Monat kommt die Color Your Day Box im Juli. Genau, und ich meine Trendtrader hat mir geschrieben, dass wenn ihr jetzt schnell seid, je nachdem, wann ich das Video online stelle, aber ich versuche es schnell online zu stellen, dann könnt ihr euch noch die Ocean Box sichern. Ansonsten ja, könnt ihr die Juli-Box vorbestellen. Das war's. Ja, ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch gefallen und wir werden dann irgendwann mal aufbrechen, ne? Ja. Erstmal essen. Wir haben es jetzt 15 Uhr und wir werden jetzt Mittag essen. Joscha hat für uns einen Salat gemacht und so like Chicken und Hummus. Dazu gibt es ein bisschen Knobi-Brot und das werden wir jetzt draußen zusammen essen mit Lucky Luxen. Wir haben es jetzt gleich 10 vor 8 und ich werde jetzt Abendessen oder Abendbrot essen. Ich habe gestern Abend so ein Kartoffel-Kichererbsen-Curry gemacht und dazu Naturtofu, den habe ich paniert und ja, das gibt es jetzt. Und Joscha geht gleich klettern und dann muss ich gleich noch arbeiten. So Freunde, wir haben es 20 vor 9 und meine Schicht beginnt um 9, aber ist gleich um die Ecke, deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, ich muss mich jetzt auf jeden Fall auf den Weg machen. Ich habe heute Nachtdienst, deswegen habe ich auch hier eine Decke mit. Genau, ich werde da schlafen. War eben noch eine Runde mit meinem Hund, habe ja noch eine kleine Portion gegessen, wie ihr gesehen habt. Jetzt schon Zähne geputzt und ja, heute war irgendwie ein gemischter Tag und mein Hund braucht auch noch Wasser. Ich hatte bei diesem Freibadsee eine kleine Panikattacke, ein bisschen geheult. Ja, waren irgendwie sehr viele Kinder, Menschen, sehr viele Geräusche. Ein paar Trigger in mir ausgelöst. Aber ich habe es irgendwie ganz gut weggeatmet. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, der Vlog, das Video hat euch gefallen. Ich werde das versuchen, morgen am Freitag zu schneiden und das dann auch zeitnah hochzuladen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.